Herzlich willkommen zum heutigen Hack für Innovation. Ich möchte heute eine Unterscheidung einführen, wenn es darum geht, an Innovation zu arbeiten, innovativ zu sein, kreativ zu arbeiten. Dann ist es auch wichtig, dass man kontinuierlich längere Zeit an einem Thema dranbleiben kann, sich reindenken kann, gedanklich dranbleiben kann, um ein Thema weiterzuentwickeln. Viele Leute erleben in der täglichen Praxis allerdings, dass ihr Tag oft durch einstündige Meetings getaktet ist, beziehungsweise dass sie oft unterbrochen werden in ihrer kontinuierlichen Arbeit. Und es gibt die ganz interessante Unterscheidung zwischen dem sogenannten Maker-Schedule und dem Manager-Schedule. Der Maker, das ist also der, der kreativ, innovativ an einem Thema dranbleiben möchte, und der braucht oft mindestens einen halben Tag oder einen Tag, um kreativ zu arbeiten. Sonst kommt er auch sofort wieder raus aus dem ganzen Thema. Und der Manager-Schedule, das ist eben wirklich der im Halbstunden- oder Stundentakt durchgetaktete Kalender, wo man immer kurze Termine hat, um kurz Sachen zu besprechen. Und Sie kennen das vielleicht alle, wenn Sie zu den sogenannten Makers gehören, dass der Manager-Schedule meistens den Takt vorgibt und sie dann ständig rausbringt aus ihrer kreativen Arbeit. Und eine Sache, die hier vielleicht sehr hilfreich sein kann, ist, diese Unterscheidung einmal bewusst zu machen und sich wirklich ganz bewusst zu versuchen, im Sinne des Maker-Schedules sich zumindest mal halbe Tage zu blocken oder ganze Tage zu blocken für eine Arbeit, oder wenn es Besprechungen geben muss, diese am Ende von einem Tag zu legen oder am Anfang eines Tages zu legen, sodass sie wirklich im Sinne dieses Maker-Schedule arbeiten können. Und oft, wenn Manager sich diesem auch bewusst sind, dann sind sie auch bereit, ihren Manager-Schedule mal ein bisschen anzupassen, sodass die Maker im Sinne einer längeren Zeit kontinuierlich an einem Thema arbeiten können. Probieren Sie es aus. Viel Erfolg dabei.